Brauchst du Medizin? Nicht, nein, bitte. Nimm die Medizin. Besser jetzt? Hey. Ich muss an ihm dranbleiben. Nicht nochmal an. Ich bring dich. Noch ein Blowjob, bevor du stirbst? Ich weiß auch nicht. Nur wer. Das Ziel ist in Sicht. Aber der dreht sich jetzt noch um, oder? Wenn ja, bin ich nämlich am Arsch. Ich muss an ihm dranbleiben. Wir sind dran, mein Freund. Hm? Du wirst echt alt. Mir zu sagen, wer du bist, bevor ich das C4 unter dem Tisch fernzünde und der ganze Laden explodiert wie eine Pulle Shampoos. Jesus! Glaube ich nicht. 5 Sekunden. Jason Brody. Echt? Ja. Du bist Snow White. Ja, oder nein. Bei welcher Antwort werde ich gesprengt? Ein Pragmatiker. Sehr gut. Aber bist du auch ein Patriot, Jason Brody? Es ist so, ein echter Patriot hält sich nicht nur die Hand auf die Brust, wenn die Hymne im Stadion spielt. Das ist echt was für Schwuchtel. Nimm's nicht persönlich. Ein echter Patriot saugt am Nippel von Lady Liberty. Hört er vom Tod eines Kameraden im Krieg, fragt der echte Patriot, haben wir gesiegt? Und feiert dann die Verkündung des Sieges. Also, bist du ein echter Patriot oder einer von diesen Hippies, die rumheulen, wenn es im Jeansladen keine Einstecktücher mehr gibt? Ein echter Patriot. Bingo, genau das wollte ich hören. Übrigens, was hat deinen Kumpel Oliver Caswell und Keith Ramsey finde ich auch noch. Warum suchst du nach ihnen? Es ist mein Job, hier über alles Bescheid zu wissen. Ich kann dir helfen, aber du musst mitspielen. Es gibt da was, was ich suche. Wir tauschen dann. Okay. Jason. Was bist du? Irgend so ein Spion? Kann ich weder bestätigen noch dementieren. Kleiner Spaß. Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Großartig. Ich brauche Hilfe von der Armee und der Regierung. Das geht nicht. Bin angebettet, hab gar keinen Kontakt zur Hauptzentrale. Was? Du bist allein hier? Nein, scherzt du? Ich hab ein ganzes Team. Die sind im Einsatz, aber bald zurück. Diese Scans von ihnen stechen direkt in ein fettes Wespennest. Ich kann dir nicht mehr sagen, aber glaub mir, es ist groß. Sehr groß. Klingt groß. Ich brauche aber Infos. Von der Quelle. Flammenwerfer. Ein tolles Ding. Das haben die im Krautland entwickelt. Hoyt Volker ist der Boss eines guten alten Freundes von dir. Was? Er ist gleichzeitig der Kopf des größten Menschenhändlerrings im Südpazifik. Und zusätzlich baut er Drogen an. Wenn wir also seine Felder anzünden und sein Boot, kommt er rüber auf diese Insel gepaddelt. Dann hab ich, was ich will. Und wir erfahren mehr über deine Freunde. Kapisch? Naja, sowas können echt nur Italiener sagen. Echt nur Italiener. Ist genauso italienisch wie Bunga Bunga. Ja, du weißt schon. Egal, hier ist das Teil. Wow. Danke. Genau das will ich hören. Vergiss das Boot nicht. Ja, na klar. Ich vertraue dir bei der Sache mit Hoyt. Oh, da muss ich gleich den Sound ausmachen. Oh, da muss ich gleich den Sound ausmachen. Ich spiele mit, aber nur so lange, wie es mir bei meiner Suche hilft. Vielleicht weiß Dennis mehr über Hoyt.
Hi, Dennis? Jason, hast du was gefunden? Die Vision hat mich zu dem Mann in Weiß geführt. Der Kerl ist ein Spion oder sowas. Komisch. Von so einem habe ich auf der Insel noch nie gehört. Er hat mir von Vars Boss erzählt. Hoyt Volker. Halt dich fern von dem, Jason. Vars ist vielleicht verrückt, aber alles Böse auf der Insel kommt von Hoyt. Er hat Vars den Verstand rausgepustet. Er hat alles in der Hand hier. Wow. Okay, pass auf. Das Problem besteht darin, wenn ich das nicht ausmache, dann kommt da gleich richtig harte GEMA-Musik. Und zwar so richtig hart. Deswegen, ja, würde das dann bestimmt in Copyright Infringement enden. Das heißt, gleich habt ihr kein Game Sound. Das war ich nicht. Das war schon vorher. Also wie gesagt, wundert euch nicht, wenn ihr gleich erstmal keinen Game Sound habt. Das ist in dem Fall dann gewollt. Ja, ja, ich erreiche die Drogenfelder gleich, aber jetzt wird erstmal hier der Turm freigeschaltet. Dann kann ich immer noch die Drogenfelder abbrennen. Ach ja. Ein Granatenwerfer. Nice. Hm. Hier war doch das Auto. Das ist keine gute Idee. So, auf geht's. Bye.
Kann man auch eine Fähigkeit machen, also so ein bisschen leben oder so. Ja. Okay. Ja. Und hier aus sieht man leider noch Nüs. So, dann mache ich jetzt den Sound kurz aus. Okay. Ja. Okay. Ich brauche wieder einen Überblick. Da läuft ein Hund lang. Was habe ich da gesehen? So ein Typ. Boom. Belastend. Ja, da kann ich aber ziemlich weit gucken.
irgendwo hinter mir. Wie von da oder so. Ui. Das eine Feld hier bleibt leider... Ui. Unbeschadet. Das ist belastend. Kann ich die Munition bekommen? Ja. Danke. Bin weg. Tschüssi. Ja. Munition. Jawohl. Oh ja. Ach du Scheiße. So, der macht schon mal ein Nickerchen. Ja, geht ihr mal nachsehen. Feuer! Tod! Naja, mein Hauptproblem ist aktuell,